Servus Leute, zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Diesmal haben wir ein leicht windiges Wetter hier scheinbar. Allerdings, ich habe hier einiges vor. Erstens, hier haben wir einen neuen NPC. Die verkauft hier Klamotten prinzipiell hier. Die Tina ist hier eingezogen, beziehungsweise die ist jetzt häufiger hier auf dem Platz anzutreffen scheinbar. Vielleicht werden wir später auch für sie irgendwas prinzipiell bauen, aber erst kommt sie halt an und hat hier prinzipiell ein paar interessante Angebote mit zur Verfügung. Ähnlich wie Schlepp und Naps Laden, der ja auch jeden Tag was anderes anzubieten hat. Dann, ja, ich habe jetzt das Brückenbau-Kit geschafft. Beziehungsweise ich habe herausgefunden, was dieses Set war. Das Holzset oder wie das hieß, was man da brauchte. Das hatten wir schon. Das Pfahlset, glaube ich, war es. Baumstamm-Pfahlset oder sowas. Das hatten wir bereits. Und ja, jetzt ist bloß die Frage, wo machen wir diese Brücke? Prinzipiell ist die Brücke sehr nützlich in beiden Seiten. Also ich bräuchte zwei Brücken eigentlich. Ich kann auch bloß das einmal bauen. Erstmal. Moment. Dich habe ich noch nicht. Du kommst mit. Du bist eine Biene, oder? Eine Honigbiene. Habe ich noch nicht. Gut, muss ich abgeben. Da jetzt mal Tag ist und ich spielen kann, nicht nur in der Nacht, habe ich schon wieder einige Insekten gefangen und alle natürlich im Museum abgegeben. So, dann. Hier ist mein Haus. Was ich auch gemacht habe, ihr seht es vielleicht an mir, ich sehe ein bisschen anders aus. Frisur, neue Frisur. Hier an dem Spiegel. Ich habe mir so einen Spiegel gecraftet und dann kann man hier prinzipiell sein Aussehen ändern. Es gibt auch neue Frisuren, die habe ich mir durch die Meilen gekauft prinzipiell. Und ja, ich bin ganz zufrieden damit prinzipiell. Vorerst. Wobei, ein bisschen unzufrieden bin ich. Ich hätte gerne lila Haare wie mein Hausdach, aber es gibt nur rosa Haare. Oder so ein ja, eher nach rosa aussehendes Haareset. Gut, Schmetterlinge gibt es jede Menge. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Brauchen wir aber nicht. Stattdessen wollen wir jetzt hier das mit dem Set machen. Wir wollen dieses Brückenbau-Kit erstellen. Und ich würde sagen, wir machen hier direkt eine Brücke. Ich hoffe, in der Zukunft kann ich das alles nochmal umsetzen und so. Ja, das ist die Stelle für die Baumstammbrücke. Hier ist gut. Muss ich nicht sehen. Das nehmen wir. Genau. Oh. Braucht ein bisschen länger, diese Brücke. Gut, wir haben die Brücke aufgestellt. Was sagt jetzt unser Typi? Ich dachte, die ist dann sofort fertig. Vielleicht erzählt er uns jetzt, was so noch passieren wird. Ah, Wuji, hallo, hallo. Also, falls ich mich mal fragen darf, hast du denn schon ein Plätzchen für ein Brückenbau-Kit gefunden? Alles platzieren. Vorzüglich, vortrefflich, ich danke dir. Ja, ja, dann haben wir morgen eine funkelnagelneue Brücke, die allen hier das Leben noch leichter macht. Und damit können wir uns gleich aufs nächste Projekt konzentrieren. Nämlich neue Häuser. Frag einfach, was soll ich tun? Jetzt gleich, oder wenn die Brücke fertig ist, dann geht's weiter. Na, jetzt gleich. Okay, was soll ich tun? Falls es um die Brücke geht, die ich erst morgen bin. Oder wolltest du schon mit den Häusern anfangen? Nee, lass mich dir drei Hausbau-Kits über... Hausbau-Kits. Mit den Hausbau-Kits, die ich dir gegeben habe, müsstest du nun drei Plätze für neue Häuser markieren. Natürlich müsste jede Wohnstätte dann auch, nun ja, wohnlich gemacht werden. Möbel und dergleichen. Da liegt jedem Hausbau-Kit eine Liste mit der nötigen Einrichtung bei. Nicht verlieren, ja, ja. Und sämtliche Stücke lassen sich ganz einfach selbst basteln. Die Anleitung dazu schicke ich dir... Okay. Wir sollen also Häuser bauen plus einrücken. Und dann... Das war's auch schon. Aufrichtigsten Dank für deine Hilfe. Das war's auch schon. Ich bring dich um. Nein, was? Quatsch. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Selbst ist der Bewohner. Ja. Für mehr Bastelanleitungen bekommen. Okay. Oh, wir haben einige anscheinend bekommen. Ja, meine Nukmalen. Ich war schon mal über 10.000. Dann habe ich die ganzen Craftings für prinzipiell... Die Biene noch. Habe die ganzen Craftings gefunden oder gekauft da beim Nook Shop da für das ganze Zeug. Oh Gott, brauchen wir vieles. Orangen. Aha, aha, aha. Okay.
Ich sehe schon, was wir alles hier oben brauchen. Es ist einiges, wie es scheint. Oh oh. Ich glaube, ich habe nicht so viel Blumen. Ah, das ist so bitter. Naja, gut. Dann platzieren wir doch mal diese Hauskids. Ich weiß nicht, wie viele Bewohner noch auf diese Insel ziehen. Das ist ein kleines Problem. Ach ja, ich habe übrigens auch meine ersten Pfirsiche? Ich glaube, Pfirsiche waren es. Oder Nektarinen? Pfirsiche oder sowas, irgendwas in der Art. Habe ich geerntet, 3 Stück, sowie Orangen. Und da habe ich dann 3 neue Bäumchen gepflanzt. Die können dann... Was habe ich hier gepflanzt? Irgendwas anderes habe ich hier gepflanzt. Meine Kokosnüsse, meine Kokosnussbäume, die sind jetzt schon reif prinzipiell und sind zum Pflücken bereit. Ganz nützlich. Genauso wie Orangen, massenweise. Der Typi... Ach ja, auch was Neues. Wir haben jetzt Emotes. Der Typi hat mir nämlich eins gegeben. Der hat mir Corona gegeben. Der hat mich einfach angehustet. Wie ihr sehen könnt, mir ist schlecht. Oder Freude, ja, ja. Ah ja, diese Emotes sind eigentlich ganz cool. Ich finde sie zumindest ganz cool. Auch nutze ich täglich jetzt eigentlich nur noch die Verkaufskiste hier, um Sachen loszuwerden, weil ich bin zu faul sonst. Also, wir sehen ja hier, hier haben wir. Passen hier die 3 Häuser noch hin? Können wir eine Reihe aus Häusern machen, ist die Frage. Ausbaukit 1. Dreh dich um. Hier errichten. Das ist ein großes Gebiet. Zu tief beieinander stehen, also wie eine andere Stelle. Hier. Hier würden die Bauwerke zu dicht aneinander stehen. Hier. Ja, das wäre möglich, aber... Mal sehen. Zeig mir mal, wie sieht denn das fertig denn aus? Ja, doch. Das sieht doch okay aus. Okay. Da sind jetzt einige Bäume verschwunden. Damit steht jetzt fest, wo das liegt. Mein Lupfen klingelt. Okay. Hallo, bist du Smoochie? Ja, ja, hier, Tom Nook. Was macht die Grundstückssuche? Oh, läuft super soweit. Vorzüglich, dann läuft also alles wie am Schnürchen. Werf mal einen Blick auf die Box, die vor dem Grundstück steht. So siehst du, was gebraucht wird. Die Sachen, die später im Haus stehen, gehören in die Box. Den Rest stellst du einfach ins Freie aufs Grundstück. Soll ja schließlich auch was hermachen. Das Ganze stimmt, oder habe ich recht? Wenn die 3 Grundstücke feststehen und du alles abgeliefert hast, dann melde dich wieder bei mir, ja? Ich warte im Service Center auf dich. Danke nochmal für deinen Eifer. Alles klar. An alle Bauern, bitte gebt Items für dieses Gehör auf die vorgegebene Weise ab. Items für drinnen. Orange Wandtuhr, orange Tischchen und Topf. Okay. Und außen? Strohbett, Schwingschaukel und Fass. Was ist Ablauf? Welt, okay. So, okay. Dann... Eins, oder machen wir noch eins daneben? Ich würde sagen, nein. Wir machen... Oder doch? Eins könnte noch daneben passen. Ausbaukit 2. Geht das überhaupt dahin? An einer Böschung. Okay, das geht nicht. Also muss es dahinter. Ja. Hier ist gut. Kommt der Orangenbaum weg. Damit steht fest, wo das Grundstück hinkommt. Und jetzt klingelt er schon wieder. Wuji. Ich wieder. Entschuldige, dass ich da und störe, aber ich habe da noch was vergessen. Ja, ja. Folgendes, du müsstest da eine Kleinigkeit anfertigen, und zwar einen Kranz aus Blumen. Wenn man die Klippen auf der Insel hochklärt, findet man welche. Kleiner Tipp des Hauses.
Ich habe dir eine Bastelanleitung für eine Leiter geschickt. Kannst ja schlecht die Wände hochlaufen, was? Gut, dann mach dich mal ans Werk. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, ja. Eine Leiter. Sehr gut. Das sollte dann mir... Oh, da könnte noch eins dazwischen passen. Oh, halt. Ich sehe da was. Ich sehe da was. Da fliegt doch was. Die Schleuder. Und... Ballern. Ich weiß nicht, wie man da zielen kann. Aber gut. Oh, war das sogar... Was? Oh, ne. Ah, da habe ich 5 davon jetzt geschafft, oder wie? Ballonschütze. Ja, 5 Stück. Easy. Luftikus-Schleuders. Nice. Ah, das Achievement war noch nicht erkannt. Und, was ist da Leckeres drin? Ein Gymnastikball. Ah ja, das ist was Feines. Übrigens habe ich auch von einem Baumschütteln einen Sicherungskasten bekommen. Den kann ich aber draußen nicht platzieren, deswegen habe ich noch nicht gesehen, wie das aussieht. Was muss denn hier alles rein? Was willst du haben? Bauklotzanlage, Bauklotztisch, Anemonentürkranz. Ah ja, deswegen. Muss ich mir notieren. Romantikgartenstuhl, Romantikgartentisch und Vogelhaus. Ein Vogelhaus? Kommt da ein Vogel rein oder wie? Na gut. Ich hoffe jetzt mal, ich kann hier... Ups, das war falsch. Ich kann hier dazwischen noch ein weiteres Haus? Damn it! Ja, das geht auch nicht anders. Nuxladen. Laden. Ich würde gerne hier offen lassen. Hier kommen keine Häuser. Aber theoretisch kann ich dann hier hinter weitermachen. Also hier wird sowieso meine Slums, nenne ich es mal so. Hier kommen die Slums. Ich sehe nichts. So. Ausbaukit. Ja. Ich weiß nicht, ob dieser andere Bereich... Ne, der andere Bereich ist nicht das Haus, oder? Drumherum. Mal sehen. Macht er den Stein kaputt? Weil wenn er den Stein kaputt macht, dann ist es nicht so optimal. Der Stein ist wertvoll. Okay. Dann machen wir hier weiter. Weil ich gehe mal stark davon aus, das wird nicht dabei bleiben, dass diese Häuser gemacht werden. Ich gehe mal davon aus, es geht nach den Häusern immer noch weiter. Die Insel wird so overcrowded und wir werden dann... Wir werden unser Domizil vermutlich... da drüben aufschlagen. Ich könnte mir vorstellen, das da drüben wird mein eigenes Domizil. Oder das da drüben wird meine Farm. Und ich werde in die Einsam... Na, bleib hier. Nein! Du böser Käfer. Diese Blumen brauche ich noch. Aber theoretisch haben wir auch die Crafter. Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen... Also, ich weiß noch nicht, wo ich mein Final... Ich gehe mal davon aus, man kann sein Haus umziehen. Das wäre... Wobei, ich hab auch kein Problem, da links dauerhaft zu wohnen. So als Einsiedler da links im Eck. Während hier voll die Slums errichtet werden. Finde ich auch okay. Na gut, was will der haben? Oder die? Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Okay, das hört sich alles chillig an. Mit Holz alles machbar. Baumstamm-Esstisch, Baumstammbank, Holz an. Hört sich auch alles machbar an. Ist bloß eine Fieselarbeit, würde ich sagen. Du kommst mit. Zitronenfalter. Sei nicht sauer, weil ich dich gefangen habe. Du wirst verkauft. Ich bin der Insektenhändler, Vuji. Ja. Ich krieg hier zwar nicht den vollen Preis hier, aber es erspart mir immer die Ladezeit und das da reingehen und rausgehen. Das ist super nett. Außer ich habe was sehr Wertvolles. Dann lohnt sich das zu machen. Gut, ja, wir craften jetzt. Ich habe hier nämlich auch meine eigene Craftbank, deswegen muss ich nicht dauernd immer reingehen zu Tom Nook und dort seine Bank nutzen. Hier habe ich meine eigene. Hat mir ein Rezept für eine Leiter gegeben. Leiter, da haben wir eine Leiter bereit. Kann ich auch machen. Perfekt. Dann können wir mal den Rest der Insel erkunden. Das konnten wir bisher nicht. Das ist eigentlich cool. Dann kann ich sehen, was hier noch alles auf der Insel zu finden ist. Ist das ein Werk?
Werkzeug? Ja, das ist ein Werkzeug. Okay, cool. Na gut, dann gehen wir mal darüber. Und klettern. Ach, pflücken einfach Blümchen. Ich hoffe, die stacken, weil wir brauchen. Ah, ein Marienkäfer. Marienkäfer habe ich schon. Da haben wir auch Fossilien. Das hat mich immer geärgert. Dass, weil ich gehe davon aus. Also, ich habe die Theorie: pro Tag spawnen eine bestimmte Anzahl von. Moment, sehe ich da gerade was am Baum? Sind das Käfer? Oder ist das, gehört das zum Baum? Ah, das gehört zum Baum. Na gut. Okay, wir sollen ja irgendwelche Blumenkränze bauen und wir sollen ja extra hierauf, also sammeln wir, was geht an Blumen. Ja, die stacken. Alles gut. Was haben wir hier? Eine Honigbiene. Okay, weg ist sie. Da hinten hätte ich noch ein bisschen Gebiet auf dieser Ebene. Okay, okay. Hier im Hintergrund gibt es auch noch ein kleines Gebiet. Mit Blumen. Mehr als... Oh, da ist noch eine Stelle gewesen. Okay, hier bin ich jetzt einmal im Kreis. Ah, da war sie, die Leiter. Dann gehen wir nämlich noch hier hoch. Wir erkunden ja alles. Später, so denke ich, hat man auch Terraforming-Tools. Warum wechsle ich? Eigentlich brauche ich nichts anderes. Ich brauche bloß Blümchenpflücker-Kräfte. Wobei, da, den hätte ich auch gerne. Nein. Da muss ich selbst ein Blumenbeet mal anlegen, weil Blumenbeet ist eine super Insektenquelle. Die spawnen gern bei Blumen. Besonders, also es gibt halt viele. Die gerne. So, okay. Hier hinten haben wir einen kleinen Strand am Nordbereich. Interessant. Aber irgendwas Besonderes ist hier nicht. Wobei es auffällig war, dass immer wenn man eine Insel auszuweilen hatte, immer oben ein kleines Stückchen Sand war. Vielleicht gibt es da noch später ein Event oder sowas. Oder besonderen Fisch, der nur dort vorkommt. Halt, das war schon richtig. Nein, das war nicht richtig. Jetzt hast du Unkraut eingepackt, stimmt's? Okay, das ist glaube ich Nummer 6 schon. Also, meine Theorie ist, dass jeden Tag spawnen gleich viele solche Löcher. Oh, da war wieder ein Insekt drauf. Da sehe ich aber jetzt im Vorfeld schon ein Insekt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon habe. Deswegen Snack. Doch, das habe ich glaube ich schon. Oder? Nein, Stinkwanze. Weiß ich nicht. Kann ich zugeben? Weiß ich nicht genau. Oh, hier haben wir noch einen Stein. Ein Stein ist auch frei. Apropos Stein. Ich habe bei diesen Steinen auch mal... ich farm die ja auch. Die kann man ja auch täglich farmen. Noch eine Stinkwanse. Und da kam sogar ein einziges Mal ein Golderz. Da habe ich mich schon gewundert. Was ist denn das für ein komisches... Also zu dem Zeitpunkt, wo ich es bekommen habe, was ist denn... Oh, Moment. Gibt es hier besseren Fisch? Was ist denn das für ein komisches Sandteil? Weil bisher, es sah halt ähnlich aus wie... Prinzipiell sah es ähnlich dem Ton aus. Und bist du was anderes? Bist du was Neues? Nein, bist du ein Barsch. Ja, dann freilassen. Und tschüss. Es geht ja noch höher. Okay. Ach, hier oben könnte ich mein Domizil errichten. Hier, schöner See. So viel stacken kann man anscheinend doch nicht. Wie? Die Tasche. Ach so, die Tasche ist. Okay.
Das Dumme ist, ich kann das zwar ablegen. Ah, ich könnte Sachen freilassen, die verschwinden. Weil ich kann Sachen ablegen, aber die verschwinden nicht. Das habe ich auch festgestellt. Ich hatte mal... Oh. Du bist besonders. Du siehst schon besonders aus. Und du bist mein. Du bist auf jeden Fall neu. Ein Orchideenmantis. Ja, ich habe zwar keinen Platz, aber... was? Ja, komm, die Honigbiene kann wieder weg. No, was habe ich gemacht? Oh, Entomologe. Nice. Neue Insekten. So, da oben ist ein Fisch. Der könnte auch besonders sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe keinen Platz. Ich hoffe, es gibt nochmal eine Inventarweitung. Im Moment ist mein Inventar immer noch zu klein. Es war deutlich angenehmer zum Anfang, aber... Eine Dose. Nicht nötig. Bumm. Ja, die bleibt jetzt da ewig liegen. Umweltverschmutzung vom Herrn. Die beste Umweltverschmutzung vom Herrn. So, okay, das war das dort oben. Ist auch interessant. Ich frage mich, ob ich später Treppen oder so bauen kann. Das wäre gut. Treppen wären echt nicht schlecht. Die Blümchen alle mitnehmen, das Unkraut mitnehmen, was auch immer. Ich bewege mich so schnell, ich merke nicht mal richtig, ob ein Insekt irgendwo sitzt oder nicht. Okay, wir haben sehr viele Blümchen gepflückt. Wir haben alles erkundet. Es ist auf jeden Fall ein neues Potenzial hier oben verborgen. Viel neues Potenzial verborgen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt zurück, werde jetzt alles craften, werde die Häuser vorbereiten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn die Häuser hoffentlich fertig sind. Zusätzlich zu der wunderbaren Brücke. Und schauen dann mal, wie es weitergeht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein komisches Video. Genau. So. Ciao.